Ja, ich freue mich auch, Herrn Dr. River begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja schon ein, zweimal das Vergnügen miteinander. Und ja, ich werde mit Herrn Dr. River jetzt ein circa halb, dreiviertelstündiges Gespräch führen. Thema, wie Sie sich denken können, natürlich der NSU, aber auch darüber hinaus noch ein paar andere Themen. Und vor allem zu seinem neuen Buch, was Herr Dr. Behrens ja vorhin schon erwähnt hat, nur für den Dienstgebrauch. Ja, vielleicht kurz noch zur Vorstellung von Herrn Dr. Röver. Ja, war nach dem zweiten juristischen Staatsexamen Rechtsanwalt und dann folgt die Promotion, später Beamter im Bundesinnenministerium in Bonn und Berlin, zuletzt Ministerialrat und dann eben von Frühjahr 1994 bis Herbst 2000 Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz und seitdem als Schriftsteller, freier Publizist tätig und eben jetzt Ende vergangenen Jahres im Ares Verlag in Graz schon das zweite Buch von Ihnen in dem Verlag erschienen, eben nur für den Dienstgebrauch. Und als vor gut anderthalb Jahren im November 2011 diese ominöse braune Terrorgruppe mit dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund aufflog, so wie es zumindest offiziell dargestellt wird, geriet eben auch Herr Dr. Röver in das mediale Interesse und in die breitere Öffentlichkeit. Denn das Untertauchen der drei Rechtsextremisten aus Jena, Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe, 1998, im Frühjahr 1998, fiel eben in seine Dienstzeit. Und es war auch seine Behörde, die damals aufgeklärt hatte, dass diese drei eben anfingen, sich konspirativ zu verhalten, mit Sprengstoff hantierten. Und als seine Behörde diese Erkenntnisse hatte, gab sie das eben an die Polizei weiter. Da werden wir nachher vielleicht noch drauf kommen. Die Polizei hat dann nicht ganz richtig ausgestattet. Sie war nur mit einem Durchsuchungsbeschluss ausgestattet, aber nicht mit einem Haftbefehl. Und durchsuchte dann eben unter anderem eine angemietete Garage, fand dort Sprengstoff, hatte aber eben keinen, zu dem Zeitpunkt noch keinen Haftbefehl, hätte vielleicht in dem Moment dann Böhnert und Mundlos festsetzen können, weil eine aktuelle Straftat vorlag, hat das aber versäumt. Das führte dazu, dass die drei, zwei und Beate Zschäpe dann etwas später auch entkommen konnten, untertauchten. Ja, und dann, so zumindest die offizielle Darstellung, eine Mordserie über 13 Jahre verschiedene Bankraube begingen, um dann nach einem Bankraub im November 2011 in Eisenach ihr Ende fanden. Ja, meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Röver. Jetzt im April besteht der Prozess gegen Beate Zschäpe, die einzige Überlebende dieses sogenannten NSU, bevor. Was erwarten Sie sich von diesem Prozess? Ja, ich erwarte mir davon, dass mit der deutschen Gründlichkeit, die man so kennt, dieser Prozess ablaufen wird. Er wird sicher sehr lange dauern, zu meinem Groll. Andere Länder können das irgendwie anders erledigen. Und wenn man mal einen Blick auf die Vergangenheit in Norwegen wirft, ist uns, glaube ich, uns Deutschen eindrucksvoll vorgemacht worden, wie man mit Verbrechern dieser Art umgeht oder umgehen sollte. Das ist gemacht worden und was meine persönliche Betroffenheit bei dieser Sache anlangt, vielleicht zwei, drei Bemerkungen. Ich bin ziemlich genau vor Jahresfrist in diesem Strafverfahren gegen Zschäpe und andere als Zeuge vernommen worden von der Bundesanwaltschaft. Diese Veranstaltung Zeugeneinvernahme des Helmut Röver in Karlsruhe war natürlich eine ganz andere Geschichte als hier dieser Medienblödsinn, der jetzt stattfindet, um meine Person. Da ging es eigentlich völlig sachlich um die Fragen,
was damals passiert ist und was wir getan haben oder auch nicht getan haben mit meiner Behörde und in der Zusammenarbeit mit der Polizei. Und zu meiner Überraschung und eigentlich auch zu meiner Freude sagten mir die ermittelnden Bundesanwälte, dass es ohne den Fundus, der in der Zeit, als ich Behördenchef in Erfurt war, angelegt worden ist, ohne diesen Fundus gegen Tschäpe und andere, dieser Prozess wahrscheinlich gar nicht stattfinden könnte. Mich ärgert das kolossal, dass, was Herr Krautkrämer gerade auch sagte, vielleicht macht das beim nächsten Mal dann nicht mehr, der Röver ist der Mann, zu dessen Dienstzeit diese Leute abgetaucht sind. Ich würde es eigentlich viel lieber hören, wenn man sagen würde, der Röver ist der Mann, in dessen Dienstzeit diese Leute entdeckt worden sind und zur exekutiven Behandlung freigegeben worden sind. Das war sozusagen mein Einfluss, den ich auf diese Sache hatte. Dass das irgendwie schlecht gelaufen ist und in die Hose gegangen, das können wir gerne diskutieren, wenn Sie das wollen. Aber diese Geschichte, der Röver ist der Mann, wo die Leute abgetaucht sind, ist ein bisschen blöd für mich, weil ich überhaupt keinen Einfluss darauf hatte. Reicht das erstmal als Einstieg? Achso, ja, dann würde ich gerne noch eins zu meinem Lebenslauf, das kann ich ja, glaube ich, hier in diesem Kreise doch noch erwähnen oder ergänzen. Alle Verlage, denen ich über denselben Lebenslauf schicke, lassen eine Zeile weg, ziemlich am Anfang, nämlich, dass ich sage, nach meinem Abitur war ich zunächst Bundeswehroffizier. Das scheint irgendwie heutzutage nicht mehr üblich, dass man das erwähnt. Ich kann Ihnen aber sagen, ich war das und ich war es auch ganz gerne. Das vielleicht noch zu vervollständigen, es war auch die Panzerwaffe, ja, bei der Sie gedient haben. Ich wollte auch gar nicht Ihnen jetzt die Verantwortung dafür geben, sondern es ist eben so, dass ich wollte zeigen, wie nah Sie da dran waren, denn in Ihrer Amtszeit fand eben der Beginn dieses NSU statt. Wie gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, ist es so, dass Ihre Behörde damals aus diesem Thüringer Heimatschutz, einem Personenkreis von zwischen 50 und vielleicht weitergenommen 100 Leuten, ziemlich genau die drei herausgefunden haben, ermittelt haben, die eben anfingen, mehr als nur Demonstrationen zu machen, mehr als nur vielleicht, wie man sagt, politische Arbeit, sondern durchaus Worte statt Taten waren ja diese Taten statt Worte, diese Schlagworte. Wie kam es denn, dass Sie oder Ihre Behörde damit beauftragt wurden, hier genauer zu schauen, ob es dort vielleicht Leute gibt, denen die reine Argumentation nicht mehr reicht und die tätig werden wollten? Also zunächst erstmal müssen Sie sich das so vorstellen, dass als ich da 1994 ins Land kam, die Verhältnisse etwas kurios waren. Es gab relativ viele ganz klein gesplitterte so Neonazi-Gruppen, die, wenn ich sie beschreiben soll, in erster Linie jung waren, nicht besonders gut ausgebildet, gewalttätig waren und schlecht organisiert. Das veränderte sich dann nicht so sehr dadurch, dass diese Leute plötzlich intelligent wurden, sondern dass sie über einen regelrecht Feind verfügten, nämlich entsprechend organisierte, sehr junge Linksextremistengruppen, die sich meistens als Antifa bezeichnet haben. Und zu meinem größten Missbehagen hat es dann im Lande Thüringen Schwerpunkte gegeben, wo sich diese Rechts- und Linksextremisten, wir haben das damals in unserem Terminus Rechts-Links-Auseinandersetzungen geliefert haben. Und diese Auseinandersetzungen waren insofern sehr unschön, weil es dabei zu den normalen, nicht nur zu Krawallen kam, sondern eben auch zum Haufen von Straftaten im Gewaltdelikt, in den Gewaltdeliktbereich. Und wir haben dann beobachtet, dass
sich diese Szenerie örtlich veränderte immer. Also die war sehr schwer zu fassen, weil sie eben nicht nach deutscher Vereinsmanier organisiert waren, sondern es waren Jugendliche, die sich hier und da kannten. Und vielleicht wird Sie das auch überraschen. Wir haben versucht, durch Befragungen und Stichproben herauszufinden, wie diese jungen Leute, es waren ja meistens Kinder, in diese Gruppen hineingeraten sind. Und da kann ich Ihnen zwei Hinweise geben. Der erste wesentliche Anhaltspunkt war Zufall. Ja, es war völlig zufällig, ob junge Gewalttäter sich links oder rechts organisierten. Und die rechtsextremistische Szene erhielt dann Zulauf dadurch, dass es jedenfalls während meiner Dienstzeit und ich vermute heute auch noch unter jungen Leuten so etwas wie eine Protestbewegung gab, die dadurch entstand, dass sie mit Sicherheit Aufmerksamkeit erregten, wenn sie Sieg Heil schrien. Da war ihnen der Erfolg sicher, sie wurden beachtet. Ich habe in meiner aktiven Dienstzeit also erregte Auseinandersetzungen mit Schullehrern gehabt, die sich bei mir beklagt haben, dass sie dieses Phänomen an ihren Schulen haben. Da habe ich ihnen erstmal gesagt, ich kann wirklich nichts dafür, dass das so ist. Und es ist eine Frage der Pädagogik, wie man damit, ich will jetzt nicht sagen umgeht, das ist so ein Neo-Wort, also wie man damit zur Rande kommt, wie man diese Leute auch domestiziert. Das ist auch eine wichtige Frage bei jugendlichen Gewalttätern. Nach meinem Eindruck ist manchmal eine männliche Hand gegenüber einer Lehrerin, die eben erschrocken ist, im Vorteil, weil die Stimme tiefer ist und weil die Erscheinung irgendwie gewalttätiger ist, nicht? Also gewaltiger, nicht? Also so. Und diese recht unschönen Erscheinungen hatten dann, ich sagte es gerade, dazu örtliche Schwerpunkte. Wir hatten zunächst Altenburg und dann war das in Saalfeld und Rudolstadt, also an der oberen Saale, und dann ging es zu meiner Überraschung Saale abwärts, und ab 1997 spätestens hatten wir den eindeutigen Schwerpunkt dieser Auseinandersetzung, wohlgemerkt, in Jena. Und Jena bot sich wahrscheinlich deswegen an, weil dort eine Universitätsstadt ist mit relativ vielen jungen Leuten, und diese zur Randale von beiden Seiten zur Randale neigenden Leute haben sich dort versammelt und sich Straßen und Schlachten, also Straßenschlachten ist ein bisschen hochgegriffen, aber eben solche gewalttätigen Auseinandersetzungen geliefert. So kam es dazu. Ich muss mit ein bisschen Zufall, also für das will ich mich auch nicht sozusagen im Himmel leben, nachdem wir also den Jena eindeutig zum Schwerpunkt unserer Beobachtung gemacht haben, und das Gerücht gehört haben, dass in der Szene auch mit Sprengstoff laboriert werden soll, haben wir in Jena sozusagen einen Schwerpunkt aufgemacht, zu gucken, ob das wirklich wahr ist. Zunächst war es ja nur ein Gerücht. Und aus den Beobachtungen meiner Mitarbeiter ergab sich dann der dringende Verdacht, dass das wahr ist, sodass wir dann, nachdem wir herausgefiltert haben, auf wen dieses Gerücht zutreffen könnte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft, haben wir dann sozusagen die Polizei in Bewegung gesetzt, um diese Leute festnehmen zu lassen. Das ist misslungen, in der Tat. Nachdem Sie die drei aufgeklärt hatten und Ihre Informationen an die Polizei weitergegeben hatten, erfolgt ja deren Flucht und das spätere Untertauchen durch diese, wie man sagt, Panne, seitens der Polizei. Danach war aber Ihre Behörde trotzdem im Endeffekt mit der Fahndung, vielleicht nicht alleine maßgeblich, aber doch sehr stark involviert. Die Frage, warum? Weil im Grunde genommen ging es ja da eigentlich, war das Sache der Strafverfolgungsbehörden, der Polizei. Es ging um die Durchsetzung der bestehenden Haftbefehle. Warum kam hier der Verfassungsschutz zum Zuge? Ja, das war so In Thüringen gab es damals einen SPD-Innenminister, der hieß Richard Dewes.
Und der hat mit guten Gründen die Meinung vertreten, dass man diesen Gewalttätern, insbesondere auch Gewalttätern rechts, keinen Millimeter Boden preisgeben darf und dass diese Leute jeweils ihrer gerechten Strafe zugeführt werden sollten. Eine Auffassung, die ich völlig unterschrieben habe, da bei mir völlig offene Türen eingelaufen sind. Wir hatten allerdings ein spezielles Problem. Dieses Problem ist, ich will jetzt nicht pauschalieren, sondern es gab ein massives Problem in der Polizei. Dieses Problem war nicht nur dadurch ausgelöst, dass diese ehemaligen Volkspolizisten mit Masse noch keine Rundumbesolung hatten, was sozusagen, was man unter neuen Bedingungen darf und was man nicht darf. Und die taten sich damit schwer. Ich bin Meilen davon entfernt, auf diese Kollegen irgendwelchen Dreck zu werfen, sondern sie müssen sich das ja so vorstellen, dass sozusagen am 3.10.1990 geknipst wurde und dann war sozusagen in ganz Ostdeutschland Westrecht angesagt. Und diese armen Schweine mussten praktisch plötzlich exekutieren, was in Zehntausenden von Seiten Bundesgesetzblatt und in ungezählten Seiten europäisches Verordnungsblatt oder noch ein bisschen 1000 so und so viel Seiten Einigungsvertrag und noch ein bisschen was. So. Und für diese Volkspolizisten, die plötzlich sozusagen ein demokratisch Röcklein trugen, war das eine äußerst komplizierte und äußerst schwierige Situation, in der viele zurückgezuckt sind, weil sie natürlich zunächst erstmal an etwas ganz Spezielles gedacht haben, die einzelnen Polizeimitarbeiter, die wollten nämlich Polizeibeamte werden. Ein toller Status, den sie alle angestrebt haben. Und etliche von den Kollegen haben dieses Problem so gelöst, dass sie zunächst erstmal gedacht haben, am besten gar nicht erstmal auffallen. Das ist das Sicherste, um sozusagen stromlinienförmig in die neue Zeit zu kommen. Und dieses Nicht-Auffallen bedeutete fast in ganz Ostdeutschland, also von mir auch mit großen Sorgen beobachtet, eine Art Polizeifreiheit. Also es war ja Anarchie angesagt zunächst erstmal, was dadurch nicht ausgeufert ist, weil der normale Ostdeutsche sowieso nicht zu Gewalttaten und nicht zu Gesetzesverletzungen und sowas neigt. Aber wir hatten doch ganz bestimmte Tätergruppen, für die waren die fünf neuen Länder und Ostberlin, das war Eldorado. Die kamen aus Osteuropa angereist und es waren auch etliche Leute darunter, die später bei mir auch sehr viel Ärger gemacht haben, nämlich die sich dann in irgendwelchen Nazi-Gruppierungen organisiert haben und schwere Krawallstraftaten begangen haben in allen möglichen Städten Ostdeutschlands. Und ich sage Ihnen sozusagen als Sicherheitsmann, mit Kerzen war gegen diese Leute nicht anzukommen. Gegen diese Leute half nur brutale Polizeigewalt. Und diese Polizeigewalt war außerordentlich fadenscheinig in den ersten paar Jahren in Ostdeutschland. Die Gründe habe ich Ihnen gerade genannt. Und das hat Probleme bereitet, ganz massive Probleme. Und ich will auch nicht vergessen hinzuzufügen, dass eine nicht immer glücklicher Zuwachs von Vorgesetzten aus den westlichen Bundesländern stattgefunden hat und diese zugewachsenen westlichen Vorgesetzten oft nicht die Qualifikation hatten, die man in diese schwierigen Situation gebraucht hätte. Das war also eine doppelte Katastrophe in diesen Polizeibehörden, zum Teil mit katastrophal unfähigen Vorgesetzten, zum Teil. Und mit der Masse der Polizeibeamten, die erstmal abgetaucht waren, weil sie nicht so genau wussten, was jetzt eigentlich angesagt ist. So, das war die Situation. Und diese,
diese Situation wird auch durch keinen Bundestagsuntersuchungsausschuss und durch keinen Landtagsuntersuchungsausschuss repariert werden können. Die deutsche Einheit hat nun mal stattgefunden und es ist auch verdammt viel falsch gemacht worden und die Situation war im Bereich der inneren Sicherheit nicht glücklich. Nachdem die drei untergetaucht waren, wie man heute weiß, oder zumindest so der derzeitige Ermittlungsstand in Chemnitz, also in Sachsen untergetaucht, in einem anderen Bundesland, ihre Behörde, wie gesagt, bei der Fahndung beteiligt, vor allem bei der Informationsgewinnung. Sie beschreiben in Ihrem Buch zwei oder beziehungsweise drei Maßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben, von denen Sie heute sagen, hätte man diese Maßnahmen exekutiert oder hätte man auf sie gehört, wäre man eventuell sogar noch vor dem ersten Mord der drei habhaft geworden. Vielleicht können Sie mal etwas zu diesen von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen, damit zur Ergreifung der drei, etwas sagen. Ja, zunächst erstmal muss ich erwähnen, meine Behörde war dann beteiligt an zwei Maßnahmen, also an zwei Operationen. Wir haben zunächst erstmal hat eine bestimmte Gruppierung in meiner Behörde hat nach diesen Leuten gesucht. Also die Standortsuche, ja, wo sind die abgeblieben? Und diese Suche war außerordentlich aufwendig und auch relativ komplex, weil es eben nicht so ist, dass man heute weiß man, wo sie waren und wickelt sozusagen rückwärts ab und sagt, wenn man weiß, wo die sind, muss man doch eigentlich nur hingehen. Das wussten wir eben nicht. Und da haben versucht herauszufinden, wo sie sind. Das ist in Deutschland nicht so ganz einfach, das immer zu tun. Das war die eine, ich sage gleich noch was dazu, was wir gemacht haben. Und die andere Maßnahme war wesentlich ernsthafter in meiner Sicht. Und das war auch eine typische Verfassungsschutzaufgabe. Wir haben systematisch untersucht, ob und wo Leckstellen in der Polizei sind, die darauf hindeuteten, dass Maßnahmen nicht mindestens aus Dummheit, möglicherweise aber auch mit Absicht unterlaufen werden konnten. Das waren zwei völlig unterschiedliche Gruppen in meiner Behörde, die sich mit diesen Themen befasst haben. Witzigerweise ist das öffentliche Interesse an der eigentlich interessanten Aufgabe, die meine Behörde wahrgenommen hat, nämlich warum ist immer wieder was schiefgegangen und gab es Leute, die da haben was schiefgehen lassen. Diese für mich sehr interessante Frage findet in der öffentlichen Debatte überhaupt keinen Widerhall, wird irgendwie auch tot gemacht, weil es wahrscheinlich einen außerordentlich unangenehmen Sachverhalt offenbaren könnte, der dann auch zu Schlussfolgerungen Anlass gebe. Ich möchte Sie vor der Fehlinterpretation bewahren, dass sozusagen feste Nazi-Strukturen oder Neonazi-Strukturen in der Thüringer Polizei sich etabliert hatten. Das ist, dafür habe ich keine Erkenntnisse. Das ist auch, wer würde das ganze Problem auch verkürzen, ne? Wenn Sie sozusagen den Nazi-Häuptling in irgendeiner Polizeidirektion sitzen haben, das ist ja wie im Kino. So war es wohl nicht. Aber es war auch anders komisch. Es gab eben eine gewisse Nähe manchmal zu nichtdienstlichen Veranstaltungen, wo man gesagt hat, Moment mal, so kann das eigentlich nicht gehen. Das ist immerhin, sind es doch Polizisten. Die andere Geschichte ist die, was haben wir eigentlich getan, um diese Leute zu finden? Nun zunächst erstmal die ganz üblichen Dinge. Flächendeckend unser normales Informationsbeschaffungsinstrumentar, einschließlich der sogenannten V-Leute, bemüht, um Informationen über diesen Personenkreis herauszufinden.
Dann sind diverse Telefone abgehört worden, was ich heute, man kann das heute alles erzählen, ist ja alles offen, ist ja nichts mehr, es ist ja sozusagen, wird gar nichts mehr geheim gehalten, sondern das ist alles frei auf dem Markt verhandelbar, auch gegen wen. Und eine dritte Maßnahme, für die ich dann persönlich auch die Verantwortung trage, ist der Versuch, in die Familien der Betroffenen mit Geheimdienstmethoden einzudringen. Sie müssen sich das nicht irgendwie wie Wild West vorstellen, sondern das wird völlig kalt geplant. Die durch sozusagen Umweltpersonen möglichst unter wenn ich Ihnen irgendwie in den zeigen Sie sofort auf, wenn Sie was nicht verstehen, denn, wenn ich Begriffe verwende, mit denen Sie nichts anzufangen können. Wo man mit falscher Flagge, das heißt also Vorgabe von einem Sachverhalt, der gar nicht stimmt, versucht, das Vertrauen von Leuten, sich in das Vertrauen von Leuten einzuschleichen. Dieses Einschleichen ist, dürfen Sie nicht durch die moralische Brille sehen, da sehe ich außerordentlich schlecht aus und meine Mitarbeiter auch. Das wird vorsätzlich gemacht. Und hat in aller Regel dann auch den gewünschten Erfolg, dass Leute ihnen faktisch freiwillig ihre Geheimnisse preisgeben, weil sie glauben, sie hätten es mit jemand anderem zu tun. Das ist, ist ein Mittel, das Nachrichtendienste anwenden und über dessen moralische Fragwürdigkeit sie mit mir gerne streiten können. Ich bin allerdings der Meinung gewesen, dass das Auffinden von Leuten, die uns dadurch aufgefallen waren, dass sie Sprengsätze zumindest zusammenstellen konnten und von denen wir vermuteten, dass sie auch den Willen hatten, diese Sprengsätze einzusetzen, dass diese außerordentlich gemeingefährliche Verhaltensweise zu solchen Mitteln uns haben greifen lassen dürfen. Hat das denn stattgefunden? Also das hat auch stattgefunden, ja. Also Sie haben bei der Fahndung nach Mundlos, Bönert und Schäpe im Endeffekt auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln sind Sie in die Familien eingedrungen? Ja, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass man sozusagen auch wieder mit dem Finger schnippt und dann passiert es. Der Erstkontakt mit der einen Familie ist so zustande gekommen, dass ich ganz bewusst in Jena aufgetreten bin bei allen möglichen Veranstaltungen von jungen Leuten. Und bei diesen Veranstaltungen, wo es meistens wirklich hoch herging, da wurde mit keinem Wort im Zweifel gelassen, wer der Mann da ist mit dem Bart. Das wurde klar gesagt, das ist der Chef vom Verfassungsschutz und der ist auch hier. Und ich habe dann da mitdiskutiert oft und ich bin nie verprügelt worden, witzigerweise, aber es ging schon hoch her. Und meine Mitmachlust war nicht so sehr pädagogisch, also da bin ich sowieso, glaube ich, eine Niete. Meine Mitmachlust war dadurch provoziert, dass solche Veranstaltungen immer so ausgehen, dass Leute beim Erschlafften später da sitzen oder beim aus der Tür gehen ansprechen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal irgendwo öffentlich gesprochen haben, das passiert jedes Mal. Und meine methodische Bauart war also so, dass immer ein oder zwei meiner Mitarbeiter, die kein Schild um den Hals trugen, ich arbeite beim Verfassungsschutz, mich beobachtet haben, was dann sozusagen im Nachtrab passiert. Und ich habe dann immer, aus meinem Minenspiel war die zwar zu erkennen, dass das sinnvolle Informationen oder unsinnige Informationen waren. Und diese Mitarbeiter haben dann wir nennen das im Nachrichtendienst Selbstanbieter, angesprochen. Und zwar im Herausgehen aus der Tür haben die sich an die drangehängt. Und
Das war deswegen möglich, weil ich meistens mit ruppigen Bemerkungen mir diese Leute vom Hals geschafft habe. Sie können das ja heute Abend mal ausprobieren, ob ich in der Lage bin, ruppige Bemerkungen zu machen. Ich glaube, ja. Diese Methode war relativ erfolgreich. Wir sind sozusagen erstmal mit den Familien ins Gespräch gekommen. Denen war dann klar, mit wem sie es zu tun hatten. Darüber wurde also mit Vätern und Müttern. Und da ist es dann eben am Anfang zu einem Missverständnis gekommen, was ich Ihnen auch gleich erklären will. Ich sage Ihnen das nur deswegen so ausführlich, weil man sich vorstellt, heute wird Kontakt aufgenommen, morgen liegt das Ergebnis auf dem Tisch. Nichts davon ist richtig. Das Missverständnis, was aber erstmal aufgeklärt werden musste zwischen den Familien und mir, war das, dass ich glaube, Bönhardts waren das, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, geglaubt haben, wenn sie sich an mich hängen, also an den Römer vom Verfassungsschutz, dann ist das gut für die Söhne, weil sie dann aus den drohenden Strafverfahren irgendwie herauskommen. Also der macht das schon. Ne? Der Verfassungsschutz ist sowieso alles gesetzwidrig. Und dann sorgt er dafür, dass diese Sache irgendwie ihren sozialistischen Gang nimmt. Dieses war schwierig. Das muss man erstmal sozusagen, Sie müssen diese Leute erstmal runterfahren. Auf so einer Ebene, wo man erstmal sich nur unterhält. Um dem eigentlichen Ziel näher zu kommen, nämlich man will ja wissen, wo die sind. Nicht, das andere ist da alles. So. Und dann war eine gewisse Furcht, und diese Furcht habe ich geteilt, dass wenn es zu einer Polizeiaktion kommt gegenüber diesen jungen Leuten, dass da Blut fließt. Das war die Furcht der Eltern. Und ich sage Ihnen ja gerade, diese Furcht war nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wir zumindest von einem der drei Helden wussten, dass er zu Gewalttätigkeiten neigte. Er war uns ja schon mehrfach einschlägig aufgefallen. Und jetzt ging es also darum, deswegen alle, ich sehe mal die Abgeordneten, die verdrehen dann immer die Augen. Was haben Sie denn da bloß gemacht? Ja, ich habe versucht, Vertrauen zu gewinnen. Und versucht, den Leuten klarzumachen, dass ich wohl in der Lage bin, eine unblutige Übergabe zu organisieren. Aber dazu gehört natürlich als Grundvoraussetzung die Kenntnis des Standorts. Ohne Standort ist überhaupt nichts zu organisieren. Und mit dieser Schwierigkeit sind sozusagen die ersten Wochen vergangen, und dann haben meine Mitarbeiter den Eindruck gewonnen, dass diese Eltern uns belügen, weil sie behaupteten, sie wüssten den Standort nicht, und da war ich nach gewisser Zeit anderer Meinung. Und jetzt gab es sozusagen wieder eine Entscheidung, entweder man bricht das denn ab, sagt so, gut, dann eben nicht, oder man führt das irgendwie so als so weiter und tut so, als habe man nichts bemerkt. Das schien mir die gängigere Methode zu sein. Und zu dieser Methode gehört dann, dass man Umfeldpersonen findet, die dann das Vertrauen der Eltern gewinnen, um sich von denen ans Ziel führen zu lassen. Eine monatelange Operation, die damit endete, dass ich irgendwann entlassen worden bin. Also, so war das wohl. Ja, dann hatte ich die offensichtlich abwegige Idee, die Einbindung dieser drei Typen, die lockere Einbindung in das, was Sie gerade schon als Thüringer Heimatschutz bezeichnet haben, auch das kein Verein, sondern Netzwerk, würde man, glaube ich, heute auf Neuhochdeutsch sagen, eine lockere Gruppierung von Leuten, die sich kannten und unter diesem martialischen Namen irgendwie versammelt haben. Die haben sich immer getroffen. Ich glaube, Heilsberg hieß also großartigerweise auch noch der Ort, in dem eine Gemeindekneipe war,
Und in dieser Gemeindekneipe haben die sich dann getroffen, also in Heilsberg. Das, ich glaube, die haben das auch deswegen ausgesucht, weil es so schön klang. Und diese Leute waren uns sehr unangenehm, weil wir sie irgendwie nicht greifen konnten, weil das dazugehörige Feld kaum namhaft zu machen war, weil es so stark wechselte. Also das Hinein und Hinaus, das ging sehr schnell und machte uns natürlich Mühe, überhaupt festzustellen, wer gehört dazu. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man irgendwas verhindern will, sollte man wissen, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Was uns dann allerdings auffiel, war Folgendes: diese etwas intelligenteren von diesen jungen Neonazis hatten dann die grandiose Idee, in die NPD zu wandern. Und die Unterwanderung der NPD fand wirklich vor unseren Augen statt und führte bei mir zu zwei wesentlichen Erwägungen. Erstmal, man muss sich der Frage nähern, die NPD zu verbieten, zumindest die beiden Landesverbände, die davon betroffen waren. Das war nach meiner jetzigen Erinnerung, war das Sachsen und Thüringen im starken Maße, die von diesen außerordentlich unangenehmen, gewalttätigen Neonazis unterwandert worden waren, die dort die Macht übernahmen oder jedenfalls so in dieser Richtung ging es wohl. Und dann war meine zweite Erwägung die, wir treffen diesen Thüringer Heimatschutz dadurch, indem wir, wogegen ich mich lange gewehrt hatte, weil es irgendwie nichts brachte, indem wir schlagartig ein Vereinsverbot aussprechen und bei allen in Frage kommenden Leuten Hausdurchsuchungen machen, um festzustellen, ob und wie die Verbindungen zu den drei Untergetauchten sind und ob und welche Finanzströme es in diese Richtung gibt. So, das war meine Strategie, die dann aber im Juni 2000 durch meine Entlassung dann beendet worden ist und auch nicht wieder aufgegriffen. So, mehr kann ich dazu sagen. Ja, ich will mal ein bisschen. Wir haben leider, ich glaube, bis 8. Ja, ich habe zwei Seiten Fragen aufgezählt. Ich sehe schon, wir kommen damit eh nicht durch, weil Sie eben ja auch wirklich viel dazu zu erzählen haben. Mich würde mal interessieren, als Sie die drei 1998 aufgeklärt hatten, die sind untergetaucht und jetzt schalten wir ins Jahr 2011 und Sie erfahren, welche Straftaten, denen nun zur Last gelegt werden. Also 10 Morde, 9 an ausländischstämmigen Kleinunternehmern, 14 Bankräube, alle in einem sehr begrenzten Gebiet, also regional sehr eng angelegt, 2 Bombenattentate, das ist das, was momentan nachweisbar ist oder was laut den Behörden ihnen vorgeworfen wird, der Bundesanwaltschaft. Als Sie die 1998 aufgeklärt hatten, hätten Sie geglaubt, Sie haben ja gesagt, Sie wussten, die sind entschlossen, eventuell nicht nur mit Sprengstoff zu hantieren, sondern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten noch einzusetzen. Aber hätten Sie diesen drei dieses Ausmaß der Straftaten zugetraut? Gerade was die Gefährlichkeit der drei angeht. Das ist immer schwer zu sagen. Also meine Erfahrung mit solchen Typen ist die, dass die sich normalerweise in Richtung immer weiter und immer schlimmer entwickeln. Also diese das reicht ihnen nicht, dass irgendwo aufgefallen zu sein, mal irgendein, wie hieß es immer so schön, eine Zecke geklatscht zu haben. Das heißt also, einen linksextremistischen Jugendlichen verprügelt, möglichst so, dass er krankenhausreif ist. Das nannte man Zeckenklatschen. Und das reicht ihnen denn nicht, die hätten es dann gerne noch einen Zacken schärfer. Und bei diesen drei späteren mutmaßlichen Serienkillern ist es eben so, dass bei mir die Alarmglocken geläutet haben, als die untertauchten
Also der Schritt in die Illegalität ist, sollte bei jedem Sicherheitsfachmann die roten Lampen anzünden. Denn jetzt werden die Leute schon deswegen gefährlich, weil sie gezwungen sind, durch das Untertauchen eine Reihe von unangenehmen Straftaten zu begehen, wobei Ausweisfälschung und das noch die geringsten Dinge sind. Aber das Untertauchen auch der Roten Armee-Fraktion belehrt doch, dass es dann im ersten Schritt um Beschaffungskriminalität ging, also um Geldbeschaffungskriminalität, also was man auch in anderen Deliktsbereichen kennt. Aber die eigentlich gefährliche Schwelle für den Sicherheitsfachmann ist die, es entziehen sich Leute dem normalen bürgerlichen Leben. Und sie werden jetzt irgendetwas tun, was dem normalen bürgerlichen Leben nicht nur nicht entspricht, sondern krass zuwiderläuft. Und deswegen habe ich, also wie ein Wüstenprediger, habe ich mich bemüht, auf die Gefährlichkeit dieser drei Leute hinzuweisen, wirklich bis mir Fransen am Mund gehangen haben. Und die letzte einschlägige Veranstaltung, die dazu in meiner Behörde stattgefunden hat, war irgendwie, glaube ich, im März oder ähnlich 2000, wo wir uns alle sicher waren, dass wir es immer noch nicht hatten. Wir wussten das ja. Und die letzte Großaktion, die dann ein Schlag ins Wasser wurde, war am 1. oder 2. Mai-Wochenende 2000. Auch da wieder unbegreiflicher Schlag ins Leere. Und danach war für mich persönlich die Messe gelesen und die weitere Fahndung plätscherte dann, wie sagt man in Thüringen, gegen null. Es wurde nichts mehr gemacht. Warum, weiß ich nicht. Sie haben eben die Beschaffungskriminalität erwähnt, die der Schritt in die Illegalität nach sich zieht. Zum einen die Waffenbeschaffung, zum anderen dann eben die Finanzierung. Um die Finanzierung, wie in dem Fall Bankräube, brauche ich die Waffen. Gut, das sind die zwei Dinge. Nun kommt es aber so, der andere Schritt, oder der was Ihnen ja vorgeworfen wird, was noch viel schwerer wirkt als der Bankraub und die Waffenbeschaffung, ist der Einsatz der Waffen gegen Menschen, sprich diese 10 Morde. So, Sie kennen sich ja auch mit Terrorismus aus, Sie sind Experte für Extremismus. Gut, diese Bankräube, Waffenbeschaffung ist noch plausibel. Sie haben das Beispiel der RAF angewandt. Klar, da gab es dann auch die Morde, die aus dem konspirativen, untergetauchten Gruppierungen stattfanden. Aber da gab es das Bekenntnis zur Tat dazu. Das heißt, es ist also ich habe ein Motiv für diese Morde. Und dieses Motiv ist, ich möchte meine politischen Ziele damit untermauern und mache dieses Bekenntnis, damit mir auch diese Tat zugeschrieben werden kann. Das ist im konkreten Fall ja nicht so, sondern Sie haben ein sehr atypisches Verhalten für zumindest, was wir heute unter Terrorismus verstehen. Also lassen wir die Bankräuber weg, sondern nehmen wir die Morde an sich. Auch der Polizistenmord an sich fällt aus diesem Muster raus. Wenn man sagt, was heute die Erklärung ist, Sie haben aus Hass auf Ausländer getötet und wollten damit Angst unter Ausländer schüren, fällt der weg, weil keiner wusste, dass das Rechtsextremisten sind, die diese Morde begehen. Im Gegenteil, man dachte eigentlich, das ist die türkische Wettmafia oder organisierte Kriminalität. Wie erklären Sie sich jetzt so ein völlig atypisches Verhalten von, geht man davon aus, es sind untergetauchte Terroristen? Zunächst zum Terrorismus. Wenn es denn so abgelaufen ist, wie heute Allgemeingut ist, was sein kann, also dass sozusagen dieses Trio diese Morde verübt hat. Es kann sein, es wird wohl auch so sein, aber ich weiß es nicht genau, ob es so ist. Für die Sicherheitsbehörden, alles sozusagen nach meiner Zeit, ich könnte mich zurücklehnen, war es kolossal schwierig, dieses zuzuordnen, weil die Täter, wenn die drei es sind, was ich mal vermute, sich völlig atypisch zum normalen Terrorismus verhalten haben. Zum Terrorismus gehören zwei Dinge.
die schreckliche Tat, also der Mord, die Bombe, irgendwas, sowas, Entführung. Und das zweite wichtige Element, das Bekenntnis. Der Terrorist hat eine Botschaft, nämlich er will mit der schrecklichen Tat Schrecken verbreiten. Und er kann Schrecken nur verbreiten, wenn die Öffentlichkeit oder ein wahrnehmbarer Bereich in der Lage ist, die schreckliche Tat einer bestimmten Tatbegehung und Tatgruppe zuzuordnen. Sonst läuft die sozusagen die terroristische Botschaft geht ins Leere. So sind ja mit gewisser Nachvollziehbarkeit sind eben diese Morde, die ja durchaus zur Kenntnis genommen wurden, sind sozusagen dem kriminellen Ausländermilieu zugeordnet worden, jahrelang, was falsch war. Und insofern haben diese Täter für mich schwer nachvollziehbar, fast unbegreiflich gehandelt. Sie waren, wenn sie es denn waren, so erfolgreich, in ihrem Sinne erfolgreich, weil sie ihre Taten strikt geheim gehalten haben. Es gab eigentlich keine richtige, es gab kaum Bezugspunkte zu diesem Mordgeschehen. Ob der jetzt stattfindende Prozess das aufklären wird, wage ich zu bezweifeln. Es ist ja eher wahrscheinlich, dass die als Mittäterin angeklagte Schäpe weiterhin schweigen wird, sodass die Strafverfolgungsbehörden ja jetzt vor der Sisyphus-Aufgabe stehen, diese einzelnen Mordgeschehen bestimmten Mördern zuzuordnen, die, wenn denn die Anklage stimmt, diese beiden Böhnhardt und Mundlos sind. Das muss man erstmal zuordnen. Das fällt bei Toten außerordentlich schwer. Und dann muss man der Angeklagten sozusagen zuordnen, dass sie als Mittäterin da rumgelaufen ist. Das stelle ich mir als Aufgabe nicht ganz einfach vor. Es wird gelingen, aber die eigentliche Frage, die einen bewegt, warum, die dürfte offen bleiben. Das finde ich sehr schade und auch sehr traurig. Weil natürlich das Mitleid mit den Opfern und ihren Familien, diese Leute wollen die Genugtuung haben, die waren das und die wollten das aus folgendem Grund. Wenn das die einzige Genugtuung ist, immerhin, es ist dann eine. Und dieser Rest, der wird wohl offen bleiben. Es bleibt bei diesen Theorien, die man in allen einschlägigen Postillen nachlesen kann, die ich nicht sehr überzeugend finde. Nehmen wir die etwas, Anführungsstrichen gesagt, weicheren Verbrechen, diese Serie der Bankräube, die ja anders als die Mordserie nicht deutschlandweit verteilt ist, sondern sich doch relativ regional begrenzt, hauptsächlich auf Sachsen, alle auf einem sehr gleichförmigen Muster laufen, also immer zwei männliche Täter, immer beide mit Handfeuerwaffen bewaffnet, in mehreren Fällen Augenzeugen, die sagen, die Täter flüchteten mit Fahrrädern vom Tatort. Wir kennen das von anderen Bankraubserien, die sind alle nach ein paar Jahren aufgeklärt. Ja? Jüngst heute in Berlin gab es einen Fall, auch wieder aufgeklärt. Wie kommt das, dass also, und das sind ja keine Profikriminellen gewesen, die eigentlich jetzt nicht aus einem Profimilieu kommen, sondern es sind im Endeffekt junge Extremisten sind untergetaucht, so machen ihren ersten Bankraub, haben vielleicht einmal Glück. Ich glaube, der erste Raub war ein Edeka-Markt, der ihnen also jetzt nachgewiesen wird und danach Bankräube. Wie schaffen solche Leute es, 14 Bankräube zu gehen und von einem doch relativ und vor allem zu späteren Zeitpunkt, Sie sagen in der Anfangszeit vielleicht nicht, aber die Bankräube gingen ja bis 2011, also einem wirklich funktionierenden Sicherheitsapparat,
nicht aufgeklärt werden. Und es gab ja nicht mal einen Ansatz bei den Strafvermittlungsbehörden, dass ein Zusammenhang zwischen den Bankräuben bestand. Wie erklären Sie sich das? Ja, zunächst erstmal muss ich Sie mit einer unangenehmen Tatsache wahrscheinlich konfrontieren. Allzu schwer ist es nicht, einen Bankraub zu begehen. Wenn man die Folgen billigend in Kauf nimmt als Täter. Es gibt Leute, die das tun, und die Aufklärung dieser sehr unangenehmen Verbrechen beruht vielfach darauf, dass die Täter des großen Geldes sich hinterher in ihrer Umgebung, wo sie sozusagen zu Hause sind, ungewöhnlich verhalten, weil sie mit dem Geld nicht umgehen können. Und so kommt es zu vielen Tataufklärungen, weil Leute aus dem unmittelbaren Umfeld das nicht einsehen, dass es Fritz und Karl und Otto plötzlich so gut geht. Das finden die empört. Und dann gehen die zur Polizei. Und so kommt eben, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist eine hohe Quote der Aufklärung. Sind Leute, die damit unzufrieden sind, dass es Leuten gelungen ist, das zu tun. Um jetzt auf die uns interessierenden drei Täter zurückzublenden, die haben recht abgeschottet offenbar mit einem unauffälligen Leben. Jedenfalls haben sie nicht auf großem Fuß gelebt, davon ist nichts bekannt. Mir jedenfalls nicht. Die hätten sich auch anders verhalten können, womit sie mit Sicherheit aufgefallen wären. Sie haben es nicht getan. Wir haben es, wenn die es denn waren, was ich vermute, mit außerordentlich intelligenten Tätern zu tun. Auch sowas gibt es. Zu dem Punkt noch, also zum Punkt NSU, es sind doch immer noch viele, da der Prozess auch noch nicht stattgefunden hat, also die Anklageschrift ist auch noch nicht öffentlich, aber zumindest für die Öffentlichkeit, auch für die Medien bestehen relativ viele Ungereimtheiten, was vielleicht, wir haben vorhin schon angesprochen, im Täterprofil liegt, dass sie sich eben atypisch verhalten haben, aber zum Beispiel von Leuten, die 10 Menschen umgebracht haben, extrem kaltblütig, nämlich indem man immer ins Gesicht schießt, außer bei dem Polizistenmord in Heilbronn, also die offenbar keinerlei Skrupel haben, die mit einem Wohnmobil mit 14 Waffen, darunter eine Maschinenpistole und 2 Streifenpolizisten nähern sich diesem Wohnmobil, wissen gar nicht, wer sich darin befindet, vermuten, es könnten vielleicht die Bankräuber sein, aber keiner weiß, da sind jetzt also 10-fache Killer, die zu allem entschlossen sind. Und das, was sie machen, ist, Skrupelpolizisten auf Polizisten schießen, haben sie ja auch nicht, weil sie haben ja im Heilbronn auf 2 Polizisten geschossen. Das, was sie machen, ist, der eine schießt dem anderen in den Kopf, legt Feuer und steckt sich danach die Pumpgun in den Mund und drückt nochmal selber ab. Auch wieder ein komplett atypisches Verhalten, weil man ja denken würde, die würden jetzt hier Bonnie und Clyde-mäßig nochmal versuchen durchzubrechen. Das ist eine der Ungereimtheiten. Die andere Ungereimtheiten sind diese Aktenvernichtungen. Das ist natürlich wieder ein anderer Prozess, weil das eine ist der Tathergang. Die andere Sache ist, wie sind die Behörden mit der ganzen Sache umgegangen? Aber natürlich zumindest große Zufälle, wenn Aktenvernichtungen direkt nachbekannt werden, der Gruppierung stattfinden. Und das war ja auch kein normaler Vorgang, sonst wären ja nicht 4 oder mittlerweile 5 Verfassungsschutzchefs bis zum vom Bundesamt für Verfassungsschutz Fromm deswegen zurückgetreten. Also wie erklären Sie sich diese Ungereimtheiten, diese Vorgänge, die alle zumindest ein komisches Licht teilweise auf diesen Fall werfen? Ja, auch da vielleicht ein winziges Schluck Essig in den Wein. Zunächst einmal ist es so, dass die Sicherheitsbehörden mit außerordentlich vielen Tötungsdelikten zu tun haben in Deutschland, nach denen
Tötungsdelikten kräht kein Hahn. Die, jedenfalls habe ich davon noch nicht gehört, keinen Hahn danach krähen hören. Die, meine Dienstzeit war begleitet von relativ vielen Toten, die alle im Ausländer, sozusagen Ausländer waren und zur Kategorie, von uns zur Kategorie reisende Täter gezählt wurden, die ihre Claims abgesteckt haben in Ostdeutschland und mit der Schusswaffe gearbeitet haben hierbei. Die Aufklärungsquote war denkbar gering. Und ich verstehe die Kollegen, die eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt haben, als sie dann mit vielen anderen, unter vielen anderen, auch mit diesen Mordfällen, die man heute so wunderbar eben auf dieses Nazi-Trio fokussieren kann, konfrontiert worden sind. Sie haben das nicht geahnt. Vielleicht auch im Stress der vielen Fälle nicht mit der nötigen Sorgfalt gemacht. Ich weiß es nicht, kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Das Ärgerliche an diesem Geschäft ist, dass man jetzt dafür die Chefs von den Verfassungsschutzbehörden prügelt, Land auf und Land ab, die für die Verfolgung von Tötungsdelikten absolut unzuständig sind. Völlig, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Und die Zuordnung, ich erlebe ja auch die sozusagen, ich bin ja für Folgendes geprügelt worden. Also in meiner Dienstzeit hat es einen Polizeispitzel in Brandenburg gegeben, der gesagt haben soll, es irgendwo im Thüringer Umfeld sei eine Schusswaffe gekauft worden. Die Meldung ist nicht besonders präzise und lockt auch keinen Hund in den Ofen hervor. Heute sagt man natürlich, Röver und Co. haben verpennt, diese wichtige Meldung an die Polizei weiterzureichen, dann hätte man die gefunden. Das ist natürlich alles Quatsch. Bei der Fahndung nach diesen drei Typen ging es nicht darum, ob die irgendwie bewaffnet sind, damit muss man immer rechnen, sondern es ging darum, wo sind die? Nicht? Und die Frage, ob ein Spitzel in Brandenburg irgendwas gemeldet hat, was kein Mensch weiß, ob es stimmt, hat mit der Fahndung nach den Leuten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Geprügelt worden bin ich dann auch für Folgendes. Es gab eine Falschmeldung, nämlich die, dass diese drei Typen nunmehr eine Arbeit aufgenommen haben sollen. Diese Meldung war eine Falschmeldung und für die es überhaupt keinen Anhaltspunkt gab, die ist dann weitergegeben worden. Aber diese Meldung war vorher falsch, war hinterher falsch und hatte mit der Fahndung nach diesen Leuten absolut nichts zu tun. Die hat überhaupt keine Erkenntnis gebracht. Es ging darum, wo sind die und nicht, was machen die gerade. Also so habe ich diese Fälle erlebt. Eins müssen Sie vielleicht noch, obwohl man das heute kaum noch sagen darf, sagen, diese Informationen, über die wir jetzt sprechen, waren jeweils Einzelsplitter unter Tausenden. Also die auf dem Tisch des Behördenleiters in so einer Sicherheitsbehörde schaufelt sich jeden Tag ein Wust von Informationen, den er sozusagen nach dem Motto behandelt, ist da irgendetwas bei, was meine Mitarbeiter nicht nur wissen müssen, die kriegen es sowieso zu lesen, sondern was meine Mitarbeiter beachten sollten. Und wenn ich heute dafür geprügelt werde, dass ich offenbar keine Erinnerung an einzelne Polizeimeldungen habe vom 19. Juli 1900, weiß ich was. So ist das eben so. Ich kann mich daran nicht erinnern. Es ist
ausgeschlossen. Ich habe das nicht vor Augen, das ist nicht möglich. Ich würde gerne noch, bevor wir das Mikrofon an die freigeben, an Fragen an Sie, eine abschließende Frage, losgelöst vom NSU, noch an Sie stellen. Der Verfassungsschutz sieht sich auch oft nicht zu Unrecht dem Vorwurf ausgesetzt, parteipolitisches Machtinstrument zu sein. Das heißt, die jeweilige Regierung, die sich ja aus Parteien zusammensetzt, bedient sich dieser Behörde, um unter anderem auch vielleicht politische Konkurrenz, gegen politische Konkurrenz einzusetzen. Man sieht es am Beispiel der Linkspartei. Die Linkspartei in Berlin unterscheidet sich nicht von der Linkspartei in anderen, sagen wir mal, mitteldeutschen Ländern. Aber in Berlin ist sie nicht im Verfassungsschutzbericht drin, weil sie dort an der Regierung war, oder vor allem in der Zeit, und in anderen Ländern genauso. Dort, wo sie stark ist, taucht sie nicht auf. In anderen Ländern, wie in Sachsen oder so, taucht sie dann auf, obwohl kein inhaltlicher Unterschied ist. Man sieht also schon, dass da eine, ja, vielleicht parteipolitische Motivation vorliegt, einen politischen Konkurrenten mit diesem Stigma der Verfassungsfeindlichkeit, und da ist der Verfassungsschutz als staatliche Behörde ja für geeignet, zu belegen. Sie schildern in Ihrem Buch ja auch einige Fälle, wo das versucht wurde, aber ich würde gerne eben, Sie können die einzelnen Fälle nennen oder Ihre eigene Meinung, wie haben Sie es erlebt? Ist Ihnen das passiert, ist versucht worden, dass Sie und Ihre Behörde parteipolitisch instrumentalisiert werden sollten? Ja, das ist etwas merkwürdiges Kapitel, was sich vielleicht nicht ganz aufdrängt. Ich bin ja nun etliche Jahre in diesem Amt gewesen. Es hat gegen Ende meiner Dienstzeit so einige sehr gravierende Vorfälle gegeben, die ich als gravierend empfunden habe, wo meine Behörde zu parteipolitischen Maßnahmen, insbesondere in einem Kommunalwahlkampf, missbraucht werden sollte. Ich habe mich dann dagegen zur Wehr gesetzt mit außerordentlich deutlichen Worten und habe dann auch Quittung gekriegt, bin dann rausgeflogen. Aber lassen Sie mich sagen, dass das nicht der Alltag dieser Behörden ist. Ich habe unter, das sagte es Ihnen ja gerade schon, unter einem SPD-Innenminister gedient, 5 Jahre lang, und da hat es solche Vorfälle nicht gegeben, absolut nicht. Wenn Sie das noch interessiert, die Beurteilung der Linken bzw. der PDS durch den Verfassungsschutz anlangt, hatten wir ja eine merkwürdige Situation in Deutschland. Die PDS war während meiner Dienstjahre in Thüringen, in Ostdeutschland, ja ausgesprochen das, was man eine Volkspartei nennen würde. Diese Parteien, die mit einem Wähleranteil um die 30%, darf man, glaube ich, so bezeichnen. Und es gab eine in dieser Partei, als sie dann sozusagen mit großen Grimmen, also gesamtdeutsch werden wollte, gab es diesen prächtigen Zwiespalt, dass es eine relativ ordentliche, sehr große Partei in Ostdeutschland gab und einen unordentlichen, will ich mal sagen, also einen relativ unordentlichen, revolutionären, eindeutig marxistisch-revolutionären Flügel in Westdeutschland. Dieser wurde immer von den Herkunftsgruppierungen von dieser westdeutschen PDS, später Linke, wurden immer von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der einschlägigen Länder beobachtet, während in Ostdeutschland es so war, dass in keinem der Landesverbände, in keinem der Länder die Landesverbände der PDS, jedenfalls zu meiner Lebzeit, dort beobachtet wurden. In diese allgemeine Feststellung gieße ich auch wieder ein Tröpflein Wein, nämlich wir haben sehr genau und auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln die revolutionären Einsprengsel innerhalb der
PDS beobachtet und hierüber auch publiziert. Und die kannten wir auch außerordentlich genau. Also kommunistische Plattformen und ähnliche Helden. Und für mich persönlich ergab sich eine Konsequenz, an die Sie vielleicht gar nicht denken werden im Augenblick. Die sehr genaue Kenntnis von diesen revolutionären Einsprengseln innerhalb der PDS, die Linke, hat mich in die Lage versetzt, natürlich auch eine Beurteilung der Verfassungsfeindlichkeit oder Nicht-Verfassungsfeindlichkeit der PDS vornehmen zu können, die nämlich, die PDS, die größten Anstrengungen unternommen hat, in Thüringen zumindest, die kommunistische Plattform und ähnliche Leute von jedem Einfluss fernzuhalten. Also das ist das deutliche Gegenteil von dem, was man eigentlich vermuten würde. Und so hatten wir also über den Umweg der Beobachtung dieser Teilgruppierung ein relativ genaues Bild über die PDS, ohne die PDS zu beobachten. Klingt vielleicht ein bisschen jesuitisch, aber das ging schon so seinen Weg. Ja, Herr Behrens wird jetzt wahrscheinlich das Mikrofon nehmen und dann an Sie geben. Ich möchte das Buch allen trotzdem nochmal wärmstens empfehlen, auch diejenigen, die sich nicht für den NSU interessieren, denn das Buch bietet darüber hinaus auch eben Einblicke in die Behörde Verfassungsschutz, aber auch in diese Zeit, gerade nach der Wende und wie es vielleicht für einen auch westdeutschen Beamten ist, in einem ostdeutschen Bundesland Fuß zu fassen. Ich will nur eine einzige Stelle raus vorlesen, damit man vielleicht mal den Eindruck von diesem Buch kriegt, in welcher Art Sprache das auch geschrieben ist. Es ist nämlich voll von Anekdoten in einer doch sehr amüsanten oder auch sehr kurzweiligen Sprache. Kaum war Wolfgang Schäuble im Amt des Bundesinnenministers installiert, musste er den Verfassungsschutzbericht des Bundes für 1988 öffentlich vorstellen. Unmittelbar vor der Pressekonferenz fragte Schäuble den Sicherheitsabteilungsleiter Heuer, wie es eigentlich zu diesem Erstarken der Republikaner komme. Darauf gebe es, so entgegnete Heuer, zwei Antworten, nämlich eine offizielle und eine richtige. Die offizielle Antwort stünde im Bericht, die richtige laute Blüm, Süßmut, Geißler und so weiter. Schäuble verzog das Gesicht, die Hofschranzen erstarrten. Mir wurde klar, Humor ist dessen starke Seite nicht. Vielleicht zur jungen Freiheit erstmal mit auch einer Anekdote. Ich vielleicht auch unangenehm für Sie, ich weiß es nicht genau. Die war für mich, ich kam dahin nach Thüringen, hatte vorher im Bundesinnenministerium was ganz anderes gemacht und will damit nur sagen, dass die junge Freiheit nicht im Blickpunkt meiner Aufmerksamkeit stand. Und hörte dann, dass es dieses Problem gab. Und dann gab es im Amt tatsächlich diese Zeitung, die aber mit ganz ungewöhnlicher Verspätung überhaupt anlandete, so dass ich die berechtigte Frage gestellt habe, hoffentlich berechtigte Frage, woher die Verspätung? Und da wurde mir gesagt, ja, diese und viele andere Zeitungen werden natürlich auf dem konspirativen Wege beschafft. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist in Ordnung. Mir aus, wie auch immer, ich hätte sie gerne etwas früher. Und ich habe mich dann daran erinnert, es gibt von dem verstorbenen Herbert Rosendorfer gibt es einen Roman, wo er in ironischer Form, das Messingherz heißt das, wo in ironischer Form der Bundesnachrichtendienst beschrieben wird und seine Beschaffungspraxis des neuen Deutschland. Das soll auch sehr schwierig gewesen sein. Und der Novize des Bundesnachrichtendienstes wurde also animiert, auch einen konspirativen Beschaffungsweg für das neue Deutschland herzustellen, weil er nicht wusste, wie das ging, ist er in einen Kiosk gegangen und hat die Zeitung gekauft. Damit war sie natürlich am Tag des Erscheinens da und erregte Missbilligung, weil das so nicht gehen kann. Also ich bin dann auch immer am Tag des Erscheinens in die Bahnhofsbuchhandlung in Erfurt gegangen. Da gab es sie nämlich, sonst glaube ich nicht. Und die gab es da nicht irgendwie so, dass man so, also die waren alphabetisch geordnet und ist ja auch ein Prinzip für Zeitungen. Jedenfalls, die waren alphabetisch geordnet. Die junge Freiheit war nicht zu sehen. Aber wenn man hinter die junge Welt guckte, da steckte sie dahinter.
Und dieses hat mich dann veranlasst, jeweils die junge Welt zur Seite zu rücken mit barscher Bewegung und die junge Freiheit zu ziehen und zu kaufen. Die hat mir nicht geschadet und hat mich dann zu der Erkenntnis gebracht, dass, so wie ich das gelernt hatte, was verfassungsgemäß und was verfassungsfeindlich ist, da hat man ja so ein Schema im Kopf, das läuft dann ab wie so eine Gebetsmühle und da war eigentlich nichts zu finden. Damit sozusagen Ende der Debatte in Thüringen, dann hat es irgendwie in Nordrhein-Westfalen, hat es dann gewisse andere Meinungen gegeben, die sich dann vor allen Dingen an den Leserkreisen festgemacht hatten. Dann fing man also an zu prockeln, ob da sozusagen der Leserkreis als solcher die inkriminierte Masse sei. Aber das fand ich alles ziemlich albern und ist ja auch als albern ausgegangen. Ja, den Anschlag habe ich irgendwann, also Union Druckerei Weimar irgendwo da neben der Universität, habe ich dann sozusagen als Randphänomen mitbekommen, weil die Polizei von uns die Täter wissen wollte, die wir natürlich auch nicht wussten, aber die Ermittlungen dann gewisse Schwierigkeiten machten, die aber von mir, muss ich aus meiner heutigen Sicht sagen, möglicherweise nicht mit dem Eifer betrieben worden sind, wie ich das in späteren Jahren gemacht hätte, weil ich 1994 nicht vor dem Thema junge Freiheit stand als Phänomen, sondern mein Thema 1994 und 1995 hieß Landesamt für Verfassungsschutz mit geradezu unglaublichen Verhältnissen, die ich dann versucht habe, mithilfe meiner Methoden so zu ordnen, dass eine Behörde draus wurde. Heute nimmt man mir das übel, aber warum nicht? Ist eben so. Ich will mich nicht weiter entschuldigen. Wir haben versucht, diesen Tätern sozusagen näher zu rücken und mal zu horchen, was sie denn denken, wo die junge Freiheit danach gedruckt worden ist. Nämlich, das war irgendwo in Brandenburg, glaube ich, habe den Namen vergessen, wie die Druckerei hieß. Ich bin dann mal auf dem Weg von Berlin da vorbeigefahren, habe mir die Örtlichkeit angesehen und dann ist eine verdeckte Nahbeobachtung hat dort stattgefunden, und zwar nicht, um festzustellen, ob die Zeitung dort wirklich gedruckt wird, sondern um festzustellen, ob dieses Objekt sich insofern eignet, dass es schützbar ist gegen einen möglichen Anschlag, um einem bestimmten, den man als Täter vermutete, zu sagen, da und da wird die Zeitung gedruckt. Wir haben davon Abstand genommen, weil meine Mitarbeiter und ich nicht der Meinung waren, dass wir nicht in der Lage sein würden, das Objekt sinnvoll zu schützen gegen einen dann möglicherweise stattfindenden zweiten Anschlag. Es hat also nicht stattgefunden, diese Maßnahme hat so nicht stattgefunden, weil ich es nicht wollte und weil ich heute noch sicher bin, dass uns das nicht gelungen wäre. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Dr. Röber, Sie verwenden in Ihren Ausführungen sehr oft das Wort Nazi. Würden Sie bitte diesen Begriff mal näher erläutern oder sogar eine Definition dieses Begriffes liefern? In Kurzform oder lang? Also in Kurzform. Es ist eine Flapsigkeit von mir, korrekte Begriff aus meinem damaligen Arbeitsbereich hieß Neonazis oder Neonationalsozialisten, was dasselbe ist. Leute, die dem Glauben und der politischen Auffassung nachhängen, dass die Nationalsozialistische Partei und der Führer dieser Partei für Deutschland viel Gutes getan haben, was wiederholbar sein sollte. Das ist die kurze Definition. Und diese
politische Ausrichtung passt in den Verfassungsstaat des Grundgesetzes nicht hinein. Vielen Dank. Hier vorne eine Frage. Ja, ich habe eine Frage im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum NSU. In den Medien wird von systematischer Vertuschung gesprochen, so als wäre das eine nachgewiesene Tatsache. Meine Frage ist nun, muss sich der Verfassungsschutz gegen diesen Vorwurf, gegen den völlig unbewiesenen Vorwurf nicht zur Wehr setzen? Also ich habe davon noch nichts gehört. Ja, Sie können sich dagegen zur Wehr setzen. Ich habe das ja auch schon mehrfach getan, in allen möglichen, wenn man mir überhaupt das Wort erteilt, dann tue ich das. Es ist abenteuerlich, die Vorstellung ist abenteuerlich, dass die Verfassungsschutzbehörden, die eigentlich einen relativ klaren Feind haben, die haben ein Feindbild, sonst würden sie nicht arbeiten, dass die mit diesen Brüdern irgendwie gemeinsame Sache gemacht haben können. Das ist irre. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und wenn Sie auch bei anderen Dingen, die man den Behörden jetzt vorhält, wenn Sie sich dagegen zur Wehr setzen, wird das beschwiegen, ist, glaube ich, das neue deutsche Wort. Ja, die sitzen dann da und sagen, ja, aber es könnte doch so sein. Das erinnert mich immer an die Leute, die sagen, im Übrigen, der Mond dreht sich doch um sich selbst. Und wenn man dann sagt, nee, du, das stimmt nicht, dann sagen sie, kannst du das Gegenteil beweisen? Also, ich sehe es, und dann genügt den Leuten das nicht. Das ist mit rationalen Dingen nicht zu erklären. Es ist die Verschwörungsfantasten haben sozusagen aufgemacht und subsumieren dort alles, was es an Fehlern, Ungereimtheiten, oft auch an Dummheiten, an Ignoranz, an Fehlverhalten. Behörden haben auch durch Mitarbeiter oft Fehlverhalten an den Tag gelegt. Da muss man doch nicht kleinreden. Aber dadurch wird der Vorgang als solcher ja nicht zur Kumpanei. Das ist irre. Herr Freunde, noch eine Frage? Herr Dr. Röver, halten Sie es für gesetzt, dass die Frau Schäpe in Haft mit allen Mitteln bearbeitet wird, um an die Wahrheit heranzukommen? Oder werden nur ganz normale rechtsstaatliche Mittel angewendet? Ich bin im Moment nicht so ganz sicher, auf was Sie hinaus wollen. Soweit mir bekannt ist, ich stecke jetzt in dem Ermittlungsvorgang nicht mehr drin, soweit mir bekannt ist und aus meinen Gesprächen mit der Generalbundesanwaltschaft bekannt ist und mit den Kollegen vom BKA, die versuchen es, die zu einer Aussage zu bewegen und beißen da wohl auf Granit. Es findet mit Sicherheit keine Folterung statt. Es findet, glaube ich jedenfalls nicht, also es wäre ein Novum. Und dass eine Gefangene, eine Straf- oder Untersuchungsgefangene sich der Aufklärung eines Sachverhalts verweigert, der sie selbst schwer belasten würde, ist nichts Ungewöhnliches. Es werden die normalen Überwachungsmaßnahmen stattfinden, also der Kontaktpersonen und Ähnliches. Aber das hält sich im Rahmen des Erträglichen. Also es ist ein schreckliches Verfahren, von rechtsstaatswidrigen Methoden weiß ich nicht. Ich kann nicht beurteilen, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich kann nicht beurteilen, wie diese Presseschlacht, die dort stattfindet, sich in den Köpfen der Richterbank auswirkt. Das kann Ihnen kein Mensch sagen, es wird auch nie jemand zugeben. Es werden jetzt da sitzen drei Berufsrichter und zwei Schöffen, also zwei Laienrichter und dann noch irgendwelche Ersatzrichter, die daneben sitzen, damit der Prozess auf keinen Fall platzt. Es findet das vom OLG statt, ja, habe ich das nie mitbekommen. Da sind es fünf Berufsrichter, da haben Sie völlig recht. Dann korrigiere ich mich, ich wusste nicht, das ist für Landgericht München. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Also ich finde,
es ist traurig genug, dass wir in einer total vernetzten Welt nicht in der Lage sind, über Jahre so eine drei Gauner, die übers Land ziehen, dingfest zu machen. Es ist ein Schwächezeichen, ein hohes Schwächezeichen. Nun ist es passiert, trotzdem erschließen sich mir einige Dinge nicht und Sie können das sicherlich auch nicht beantworten. Erstens, die Selbstentbleibung der gewalttätigen Leute, die dort schlagartig sich als Zeugen ausklinken. Der Brand, der durch Frau Zschäpe gelegt wurde und danach eine Beweissicherung von Dingen, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Es häufen sich Dinge, die nicht zusammenpassen. Und das ist etwas, was die Gerüchteküche kochen lässt. Und wenn man mit solchen Dingen arbeitet, ist es nicht verwunderlich, dass danach die Leute mehr irritiert als aufgeklärt werden. Ich kann dazu nichts sagen, außerdem, dass es keine Wahrheit gibt, nach der Sie möglicherweise suchen. Ich persönlich kann nur das zum Besten geben, was ich erlebt habe. Und das andere etwas erlebt haben, was mit dem nicht übereinstimmt, das nehme ich zur Kenntnis. Und wenn Sie wissen, wie der menschliche Kopf funktioniert und das Erinnerungsvermögen, dass man auch manches mal irgendwie beiseite drängt oder vielleicht auch die Wahrheit verändert, das will ich nicht ganz ausschließen. Was mich anlangt, ich will mich da gar nicht, irgendwie schönreden. Meine Erinnerungen stützen sich weitgehend auf meine Tagebuchaufzeichnungen und sehr ausführliche Kalendernotizen, die ich oft zu meinem eigenen Verdruss abends angefertigt habe und von denen ich Ihnen sagen muss, dass sie oft nicht besonders objektiv sind, weil sie für den Schreiber, der gleichzeitig der Leser ist, also der Leser sieht, dass der Schreiber sich über irgendwas Granaten geärgert hat und dort Dinge betont hat und vielleicht auch Leute schlecht gemacht hat und schlecht geredet hat, wofür er sich heute schämt. Herr Röwer, ich würde gerne doch nochmal nachhaken, und zwar, weil sich die Frage praktisch jetzt gerade nochmal wiederholt hat, die auch eingangs Herr Krautkrämer schon gestellt hatte. Zwar sind Sie nicht dabei gewesen und haben auch bei den Ermittlungen nicht dabei gewesen, aber mich würde schon interessieren, zu welchem Schluss Sie kommen, also dieser Art des Abgangs, den ja Herr Krautkrämer gerade nochmal wachgerufen hat, dass es eigentlich nicht ins Täterbild passt, dass die sich nicht versucht haben zu flüchten oder sich den Weg frei zu schießen, sondern dass die in dem Wohnwagen sich diesen doppelten Selbstmord begangen haben. Ob Sie das wirklich für schlüssig halten, oder ich meine, die Frage insinuiert ja, ob es sich also praktisch nur um eine Vertuschungsmord handeln könnte. Das heißt, dass hier zwei Typen ausgeschaltet werden sollten, die mehr wussten. Das Ende der Geschichte hat mich auch immer ein bisschen gestört. Das Stören beruht auch darauf, dass ich selbst nicht in der Lage bin, mir einen einigermaßen für mich schlüssigen Eindruck zu verschaffen. Das würde bedeuten, dass ich, so hätte ich es früher gemacht, die Vorortpersonen einer sehr genauen Befragung unterzogen hätte, was ich nicht kann, was ich auch nicht mehr will. Ich teile ihr Unbehagen an diesem kuriosen Ende. Ja, vielen Dank. Also so spannend die ganze Thematik auch ist, wir müssen auch mit dieser Veranstaltung langsam zu einem Ende kommen. Gut, eine letzte kurze Frage noch, bitte. Irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass ein ausländischer Dienst irgendwie in diese Geschichte involviert sein könnte? Observationstechnisch oder anderweitig operativ? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse dazu? Das kann ich kurz beantworten, habe ich nicht. Gut, vielen Dank, Herr Dr. Röwer. Vielen Dank, dass Sie hier waren.